Oh mein Gott, Alter, habe ich da mega Glück gehabt. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir wieder mal die Assetto Corsa Pole Lap Challenge und heute melden wir uns von einer Strecke, von der ihr bestimmt noch nichts gehört habt. Der eine oder andere wird sie wahrscheinlich kennen. Es geht dabei um den Bilsterberg. Das ist im Kreis Höxter in der Nähe von Bielefeld eine Präsentations- und Teststrecke. Und wer von euch diese Strecke kennt, schreibt mal Hashtag kenne ich in die Kommentarsektion, denn ich bin selber mit meinem eigenen Auto schon über diese Strecke rübergefahren. Sie macht auf jeden Fall dermaßen viel Spaß. In diesem Sinne würde ich sagen, here we go. So, liebe Leute, dann gehen wir mal auf unsere erste Runde und ich zeige euch die Strecke mal ein klein bisschen für all diejenigen von euch, die die Strecke möglicherweise noch gar nicht erst kennen. Also, man kommt hier auf die Start-Zielgeraden, alles wunderbar. Hier haben wir einen kleinen Knick, in dem Knick bremsen. Hier oben ist übrigens ein Restaurant, nennt sich glaube ich Turn 1 oder Kurve 1 oder irgendwie sowas. Dann geht's hier raus. Dann rechts herum, links herum, am Exit ein bisschen aufpassen. Hier bremsen. Ja, Lockup wäre natürlich gut. Oh, okay. Dann hier hoch. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsabschnitte. Der ist aber auch wirklich saugefährlich. Dann geht es hier bergab runter. Und jetzt geht es nochmal bergab runter. Und dieser Abschnitt, der jetzt kommt, der nennt sich Mausefalle. Ist kein Scheiß. Man fährt hier runter. Man muss aufpassen, dass man nicht zu weit nach außen kommt und dann in das Kiesbett dann halt fährt. Dann hier rauf. Dann kommt hier eine Dreifachschikane und dann lange Zeit bergrunter mit DRS offen, 300 km/h werden erreicht, Eingang runter, nochmal Flügel auf, aufpassen, dass man nicht das Heck verliert, hier nochmal eine Schikane, aufpassen, dass man nicht abfliegt, so und dann über Start und Ziel. Und die erste Zeit, die wir hier setzen, ist eine 23,7. So, und das wiederum machen wir jetzt nochmal und zwar ein bisschen zügiger. So, liebe Leute, jetzt wisst ihr, wie die Strecke ungefähr verläuft. Also würde ich sagen, brennen wir mal unsere erste Zeit hier in diese Strecke. Here we go! Diese Strecke befindet sich, sobald ich das richtig verstanden habe, auf einem alten Militärgelände. Für alle, die es noch nicht wussten. Also genauso wie Silverstone. Oh ja, leichter Quersteher. Oder ungefähr wie Silverstone. Oh, oh, da habe ich mächtig Glück gehabt. Uiuiui. Oh ja. So, und jetzt wieder diese treppenförmige Formation hier wieder hoch. Oh. Na, an den Curbs heranfahren. Ausgang perfekt treffen. Flügel auf und Attacke. 300 km/h schafft man so gerade eben. So, was ist meine Zeit, die ich hier reinsetze? Eine 18,7. Soweit ganz nett. Aber reduzieren wir mal 3 Kilo und schalten mal auf dem Hotlap-Modus. Was erreichen wir dann für eine Zeit? Das erfahrt ihr jetzt. So, liebe Leute, 4,2 Kilometer ist die Strecke übrigens lang und 19 Kurven besitzt sie. In diesem Sinne gehen wir ab auf unsere schnellste Runde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gefühlt so 4 oder 5 Anläufe gebraucht. Aber diese Strecke, die ist wirklich doch sehr, sehr herausfordernd. Ist kein Scheiß. Thank you.
So, dieses Mal erwische ich die Kurve. Und jetzt Vollgas. Oh mein Gott, Alter, habe ich da mega Glück gehabt. Eine 1:15.789. Alter Vater, das war eine absolute Hammerzeit. Also ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass ich so eine Zeit hier in den Asphalt brenne. Heilige Scheiße, ich dachte erst eben, dass ich das Auto komplett verloren habe. Wow. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Wie bereits in den letzten Videos alles erwähnt, schreibt mir gerne eure Wünsche halt rein. Was ihr gerne sehen wollt, würde mich sehr freuen. Das war das letzte Video für das Jahr 2021. Danke trotzdem für all euren Support, den ihr mir gegeben habt. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, haut rein, bis zum Jahr 2022. Tschüss und ciao.